Niko Kovac ist back. Digo hat übernommen. Doch läuft es nun bei den Bayern wirklich besser? Nein, zumindest in der Bundesliga nicht. Doch beim DFB-Pokalspiel gegen Augsburg hat man seine ganze Frust rausgeschossen und hoch gewonnen. Können die Bayern nun diese Energie mit in die Bundesliga tragen und wieder zur alten Stärke kommen? Es ist der FC Bayern München und da, wo wir uns gerade befinden, das ist einfach, es geht nicht. Deutscher Meister ist natürlich immer irgendwie Pflicht und natürlich, wenn man den DFB-Pokal noch zuholen kann und wenn es ein Dribbel wird, wird es natürlich überragend. Es ist natürlich nicht das Ziel, jedes Jahr oder jede Saison das Dribbel zu holen, aber es ist ein guter angelegtes Ziel vom FC Bayern München und ich komme ja nicht hier jetzt zum FC Bayern München, um eben einfach nur Trainer zu sein, sondern das Ziel ist ja jetzt aus der Krise rauszukommen, Gas zu geben und eben nochmal jetzt alles zu machen, um Deutscher Meister zu werden. Mal sehen, wie es weitergeht bei... Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sprintkarriere FC Bayern München Experiment. Wir haben ja Bayern übernommen, wenn rein theoretisch Kovac in der Länderspielpause gefeuert wäre. Und ja, ihr habt ja vielleicht die erste Folge gesehen, wenn nicht, in Infokasten ist sie nochmal am Start. Und jetzt geht's weiter mit Freiburg, Athen, Dortmund, Düsseldorf, Benfica, einige geile Spiele. Und ihr habt es ja gerade mitbekommen, welche Spieler ich jetzt wieder einsetzen darf. Wenn dir dieses Format gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da, das wäre ganz, ganz großes Kino von dir und am besten noch teilen. Und wenn du noch weitere Infos haben willst und wie ich überhaupt bei der Weekend League immer bei mir alles läuft und mit mir über Gameplay diskutieren möchtest, Twitter, Instagram einfach mal followen, das wäre mal richtig schnieke. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit den Bayern dieses Team gespielt oder diese Aufstellung, weil es einfach keine linken Verteidiger mehr gab, außer ich hätte einen Jugendspieler genommen. Jetzt sind aber einige Spieler zurück. Ihr habt ja die erste Folge hoffentlich gesehen. Da habe ich gesagt, ja, so und so sieht es aus bei transfermarkt.de. Da gibt es ja immer so Datum, so und so ist der Spieler zurück eventuell. Danach habe ich mich jetzt einfach mal orientiert. Da stand auch Goretzka, ist am 22. Oktober zurück. Aber ich habe einfach mal Deadline gesagt, diese Spieler, die im Oktober zurückkommen, kommen wieder im November, darf ich sie wieder einsetzen. Also, darf ich jetzt endlich wieder Goretzka einsetzen, Alaba darf ich einsetzen, Boateng und Rafinha. Das heißt, wir können jetzt endlich wieder das Team ein bisschen umbauen und kommen vielleicht wieder ein bisschen höher, was die Bundesliga angeht. Denn die Tabelle sieht aktuell sehr, sehr schlimm aus für die Bayern. Krisensitzung ist angesagt. Schalke 23 Punkte auf 1 und die Bayern nur auf 8 mit 12 Punkten, Leute. Das ist schon jede Menge. Das sind schon 11 Punkte weg, um Meister zu werden. Und es ist ganz klar, Bayern hat immer das Ziel, Dribbel zu holen. Und wenn das nicht funktioniert, ist das Wichtigste eigentlich, deutscher Meister zu werden. Und das tut schon weh für die Bayern, was hier passiert ist. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, ich habe ungefähr so angefangen, dass die Bayern dastehen mit Platz 5, Platz 6, wie gerade in Real Life, bevor es gegen Wolfsburg rangeht. Jetzt ist es ein bisschen, jetzt wird es natürlich ein bisschen fiktiv und nicht mehr ganz mit dem echten Fußball verbunden, aber wir müssen ja, die Mission ist ja jetzt, die Bayern wieder aus der Krise rauszuholen und eventuell noch das Triple zu holen. Jetzt kann ich endlich meine Wunschaufstellung machen bei FC Bayern. Das 4-3-3 sehr offensiv, würde ich jetzt mal so sagen. Mit Lewandowski vorne, Ribéry links, Robben, worum er sich jetzt hier rumtreibt, auf der rechten Seite, Rodriguez als Spielmacher, Thiago natürlich im Zentrum mit Goretzka zusammen, Alaba ist zurück auf der linken Seite, Martinez könnte man natürlich jetzt hier als Quicksub einsetzen, Hummels und Süle. Und ich lasse jetzt mal Manuel Neuer drin, ganz ehrlich, aber wenn ich jetzt Niko Kovac wäre, würde ich vielleicht mir sogar mal Gedanken machen, einen Müller und einen Neuer rauszunehmen, bei aller Liebe, weil ich einfach das Erfolgsprinzip von Jupp Heynckes zurücknehmen würde, ehrlich gesagt. Natürlich sollte man nie einen anderen Trainer oder Menschen kopieren, aber Erfolgspunkte sollte man einfach weiterführen, meiner Meinung nach. So, Quicksub könnten wir noch Müller machen und bei Ribéry, weil der auch nicht mehr so lange seine Fitness hält, machen wir einfach mal hier mit Serge Gnabry. Und ansonsten, glaube ich, ist das schon mal ein guter Ansatz. So, Sanchez dürfen wir spielen lassen. Ihr wisst, in FIFA brauchst du nicht einen Torwart auf der Bank haben. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber in FIFA, wann passiert da schon mal was? Und wenn was passiert, packt da einfach einen Stürmer rein ins Tor.
fertig. Und da sind wieder zwei Top-Scouts. Ihr wisst ja, eigentlich hat Uli Hoeneß ja angekündigt, dass die Bayern wieder mehr zurück auf die Jugend greifen wollen. Deswegen gab es ja auch die Verpflichtung von Miroslav Klose und Pipapo. Deswegen orientiere ich mich einfach mal nach der Aussage, obwohl ich glaube, das wird alles nach dieser Saison aktuell in die Tonne geworfen. Dennoch machen wir das mal. Gibt hier keine Deutschen, ist nicht so schlimm, aber volle Sterne holen wir uns mal. Wir haben hier schon so ein fast volle Sterne. Haben wir hier schon am Start, vielleicht kriegen wir sogar noch einen. Hier, guckt, dann nehmen wir einfach mal, wen nehmen wir denn? Nehmen wir mal den Niederländer hier, komm, das passt schon. Gute Verbindung, Niederland. Oh, aber zwei Niederländer. Oh, ob das so schlauer, weiß ich nicht. Und dann können wir einfach mal in Talente in Deutschland einfach mal alles Mögliche suchen. Dann sind wir einmal in der Niederlande, einmal in Deutschland. Komischerweise nur Niederlande und belgische Scouts. Was ist denn hier los? Aber okay, fein. Kann man ja auch mal machen. Auch hier, lass uns mal in Spanien nach Talenten suchen. Nächstes Spiel heißt jetzt gegen Freiburg, die auf dem Relegationsplatz sind und also um den Abstieg spielen. Ihr seht auch Berlin da, Bremen da, Hoffenheim da, das ist schon krass. Und die beiden Aufsteiger, Nürnberg, Düsseldorf, mein Gott, das ist FIFA, Leute. Es wäre ein Weltwunder, wenn ein Aufsteiger es mal wirklich sich stabilisieren würde in FIFA. Sehr, sehr, sehr schade, dass das leider in diesem Spiel nicht so wirklich möglich ist. Die Partie beginnt und die Bayern sind so ein bisschen mit der A-Mannschaft zurück, würde ich sagen. Jetzt muss aber auch wirklich Gas gegeben werden, sonst ist der neue Trainer bei den Bayern auch wieder gleich flöten gegangen. FC Bayern München gegen Freiburg noch zur Pause 0:0. Da wirst du doch schon wieder bekloppt, ganz ehrlich. Da passiert wieder gar nichts, nur wechselnde gelbe Karte. Und dann kommt Lewandowski mit dem 1:0. Ganz wichtiger Treffer, denn so geht das Spiel nicht aus. Trimmitsch wird Drimmitsch spielt jetzt bei Freiburg. 1:1. Und weiterhin bleiben die Bayern in der Krise. Das gibt's doch gar nicht. Ja, die Frage ist wirklich, was soll ich hier noch umbauen? Ganz ehrlich. Also es ist doch ein Top-Team und es lässt sich nicht gut spielen. Oder die spielen nicht gut. Ihr habt es ja gerade gesehen, Freiburg 1:1. Also so langsam muss ich mir mal Gedanken machen. Ich will mal überlegen, ob ich mal auf ein 4-4-2 gehe und Müller und Lewandowski zusammenstürmen lasse. So ein Projekt gibt es ja eigentlich bei Bayern gar nicht wirklich zur Formation. Ich lasse das jetzt mal in der Champions League nochmal so spielen, aber wenn das bald in die Hose geht, muss ich mir was überlegen. Das Hinspiel knapp 2:1 gewonnen in der Gruppenphase der Champions League. Jetzt wird es also spannend. Erstmal gibt es eine gelbe Karte und Ribéry mit dem 1:0 und Rodriguez mit dem 2:0. Gott sei Dank, wenigstens funktioniert die Champions League hier in der Speicherung und die Bayern kommen aus der Krise raus, denn Lewandowski macht das 3:0. So will ich das. Warum haben wir das gerade nicht gegen Freiburg so geschafft? Lewandowski mit dem Doppelpack 4:0. Jetzt werden wir Athen hier aber mal richtig wegballern. So muss das sein. 4:0 gewonnen. Das sieht also in der Tabelle jetzt so aus. 10 Punkte. Es sieht gut aus, Leute. Es sind noch 6 Punkte zu holen. Das heißt, Athen könnte rein theoretisch noch die Bayern einholen, wenn jetzt die Bayern die beiden Spiele verlieren würden. Ich gehe mal stark davon aus, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, die Bayern sind Gott sei Dank im Achtelfinale. Ajax Amsterdam hat jetzt den zweiten Platz errungen, weil ja Athen gegen Bayern verloren hat und Benfica eine komplette Enttäuschung dieser ganzen Champions League. Und der liebe Hermann hat gewonnen. Wir hatten es ja in der letzten Folge. Welcher Kandidat wird Spieler des Monats in der Bundesliga? Ihr wisst ja, wer nominiert war. Wer nicht, muss die letzte Folge angucken. Hermann hat gewonnen. Und jetzt kommt es zum Knaller. Dortmund gegen die Bayern. Ihr seht jetzt hier die Highlights der Klassiker. Signal Iduna Park ist zurück in diesem wunderbaren Spiel. Und das heißt Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Was gibt's Geileres in der Bundesliga als so ein Spiel in so einem geilen Stadion? Und jetzt heißt es, alles geben, die Bayern aus der Krise auch in der Bundesliga zu schießen. Denn ihr wisst ja, Bayern in der Krise. 10. aktuell, nur nach 10 Spieltagen. 13 Punkte, geht einfach gar nicht. Erster Ballverlust von den Dortmundern und das muss jetzt Das muss jetzt Lewandowski machen. Ja, mein Fehler. Flachschuss ging voll in die Hose. Freistoß Marco Reus nach 4 Minuten. Schönes Ding, Dortmund. Reus. Pulisic bekommt den Ball. Rennt davon. Flanke. Nicht gut geklärt. Thiago Rodriguez. Wunderschönes Ding! Das ist jetzt nicht wahr! Goretzka.
schönes Ding und das ist ein Tor! Goretzka mit Grün. Jetzt Dortmund, Reus, das muss es sein und das ist es. Aus dem Nichts, 1:1, 30. Spielminute. Großer Abwehrfehler der Bayern. Eigentlich hätte es hier 3:0 für die Bayern stehen müssen, tut es aber nicht, wie ihr mitbekommen habt. Es steht 1:1. Lewandowski bekommt da den Ball nicht mehr, aber Müller noch. Goretzka. Hemmes. Hemmes. Und nochmal Hemmes. Und nochmal Goretzka. Kagawa mit der Flanke. Kommt schon wieder die Antwort. Neuer. Goretzka. Hemmes. Schön gemacht. Und Müller. Goretzka. Und das ist Martinez. Und der Ball kullert fast rein. Fehler jetzt hier. Achtung, die Chance. Goretzka auf Müller, der jetzt im Zentrum spielt. Und das ist Goretzka, Pfosten. Und jetzt Robben. Kein Abseits. So, das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal an in der Wiederholung. Der Pass hier und das war kein Abseits. Also nur mal so, weil ich es gerade aus dem Weg geklickt habe. Hier seht ihr das. Da, in der Sicht von Hitz, da kommt der Pass von Goretzka. Und ihr seht die Linie ganz klar. Robben nicht mehr abseits. Ich würde sagen, das war Diallo oder Akanji. Ich glaube, Diallo ist das. Volle Stellungsfehler und wumms geht das Ding rein. Aber das ist ja krank, was hier Dortmund treibt im negativen Sinne. Nochmal Robben. Robben und Müller. Wirklich ein 1:4. Das halte ich für fast unreal, aber krank, was Dortmund hier geleistet hat in der zweiten Halbzeit. Grottenschlecht. Die Tabelle sieht so aus nach dem 11. Spieltag. Die Bayern auf Platz 8 mit 16 Punkten wieder oben dran und haben Dortmund wieder überholt und Dortmund auf den 10. Platz runtergeballert mit 15 Punkten. Schalke bleibt oben, aber hat noch den 11. Spieltag vor sich, kann also die Führung weiter ausbauen. Ich verstehe gar nicht, wieso jetzt Dortmund so einfach zu bespielen war auf Ultimativ, ist es mir ein Rätsel, ganz ehrlich, liebe Dortmunder Fans. Und die Bayern, ja, vielleicht habe ich sie jetzt wie beim DFB-Pokal jetzt aus der Krise rausgeballert. Es wird aber hart, es werden wirklich, wirklich harte, harte Spieltage, wenn man noch deutscher Meister werden will. Oh, Sanchez kommt auf die 77 hoch. Da es ja eine Sprint-Karriere ist, habe ich auch entschieden, dass ich ab und zu mal nur durchsimuliere, wie jetzt in diesem Fall. Eine Trophäe erhalten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir weiter sind im Punkto Champions League. Also ab und zu werde ich das mal machen, aber ansonsten simulieren wir größtenteils natürlich immer durch oder zocken die Top-Spiele. So, ich habe jetzt ein bisschen durchsimuliert. Wir haben 15 Spieltage durch und da seht ihr Schalke mit 34 Punkten auf Platz 1, Gladbach auf 2 mit 32 Punkten, aber die Bayern, trotz dass sie auf Platz 3 sind, unfassbar, wahnsinnig, 11 Punkte noch weg von Schalke. Das ist so krank, was hier passiert, wie Gladbach und Schalke hier wegratzen. Aber ihr seht, durch den Sieg gegen Dortmund habe ich die Bayern ein bisschen zurückgeholt. Sie haben auch bei den Simulationen es weit geschafft, auf Platz 3 mit 23 Punkten, Leverkusen auf Platz 4 mit 23 Punkten, Leipzig auf 5 mit 22 Punkten, Wolfsburg auf 6 mit 22 Punkten, Dortmund auf 7 mit 21 Punkten. In der Champions League sieht es jetzt so aus, wir haben Benfica 4:1 geschlagen und Ajax Amsterdam haben wir 0:1 geschlagen, sind mit ungeschlagenen Spielen nur ein Unentschieden, 16 Punkte weiter im Achtelfinale. Ajax Amsterdam auf Platz 2 mit 10 Punkten, Athen auf 3 mit 5 Punkten, Benfica auf Platz 4 mit 2 Punkten. Im Achtelfinale sieht es also jetzt so aus, wir müssen gegen Mourinho ran. Manchester United ist übrigens auch ein Verein, wo ich mir überlegt habe, hier bei Sprintkarriere zu übernehmen, in dem Motto Mourinho gefeuert. Und ein neuer Trainer übernimmt. Ja, ihr wisst ja, läuft ja auch nicht so prickelnd bei denen. Inter Mailand gegen PSG, Galatasaray gegen Atletico Madrid, Neapel gegen Barcelona, Hoffenheim gegen Juventus Turin, Ajax Amsterdam gegen Real Madrid, AS Monaco gegen Manchester City und AS Rom gegen Lokomotiv Moskau. In der Europa League sieht es jetzt so aus, 16. Finale oder hier heißt es Runde der letzten 32. Athen gegen Bordeaux, Lüttich gegen Tottenham, Slavia Prag gegen Valencia, Leverkusen gegen FC Sevilla, ohoho. Dann haben wir Sporting gegen Chelsea, Villarreal gegen Liverpool, Sampdoria gegen FC Arsenal, Stade Rennais gegen Lazio, Rom, Dinamo Zagreb gegen LASK Linz, dann Schachtar Donetsk gegen Beşiktaş, Viktoria Pilsen gegen AC Milan, Betis Sevilla gegen Dynamo Kiew und dann haben wir noch Frankfurt gegen Spartak Moskau, RB Salzburg gegen Schalke, Dortmund gegen Celtic
und Genk gegen Fenerbahce. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Folge Nummer 3 hier bei Sprintkarriere mit FC Bayern aus der Krise rausholen, heißt es dann Schalke gegen Bayern. Also das erste Spiel oder die erste Aktion, die wir in der nächsten Folge machen, ist Pokal gegen Schalke. Freut euch drauf. Und dann wird so ein bisschen angefangen mit Kaderplanung, denn es ist ja eine Sprintkarriere. Deswegen nach 3 Folgen sind wir schon fast bei der Wintertransferphase. Und da möchte ich ja für die Bayern, für die linke und für die rechte Außen oder ein Spieler, der beides kann, einen Top-Spieler verpflichten. Ist ja auch ein bisschen Road to Glory hier so ein bisschen oder Sprint to Glory, wie ihr auch es nennen möchtet. Aber für mich ist das eine Sprintkarriere und das wird auch ganz spannend. Das war's von mir. Bis dahin, euer Dico. Tschüss.